Frau Rietz und Herr Krass von der Kripo. Es wird langsam auch mal Zeit. Wofür zahlt man denn diese Steuern? Herr Geschke, wollen Sie vielleicht lieber mit Ihrem Steuerberater sprechen als mit uns? Bitte, Theodor. Das ist doch wahr, Anke. Erzählen Sie doch einfach mal, was passiert ist. Was passiert ist? Das sieht man doch, was passiert ist. Ich bin heute Morgen von unserem Haus zusammengeschlagen worden. Können Sie den Täter beschreiben? Nein. Außerdem waren es mehrere. Also ich denke mindestens vier. Und außerdem waren die so, ja, waren vermummt. Feiges Back einfach. Ja, können Sie uns das Geschehen denn noch mal ein bisschen näher erläutern? Naja, ich wollte wie jeden Morgen um 10 vor 7 das Haus verlassen, um dann in die Firma zu fahren. Was wollt ihr? Ich habe seinen Schrei gehört und bin dann gleich ans Fenster. Theodor lag zusammengekrümmt vor der Garage. Und die Täter? Die sind mit einem Kleinbus weggefahren. Was für eine Farbe hatte der Bus? Der war so dunkelbraun oder schwarz und hatte einen weißen Streifen auf der Seite. Haben Sie das Kennzeichen erkannt? Nein, das war leider verdeckt. Nochmal auf die Täter zurückzukommen. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Natürlich weiß ich das. Ah ja? Wer denn? Diese Verrückten von diesem Internetforum da. Meinst du wirklich? Ja klar. Wer denn sonst? Wie, was meinen Sie denn genau? Ich habe mit einem Geschäftspartner zusammen ein Online-Partnerportal. Und da kann man sich eben recht machen. Also es gibt Ärger. Wissen Sie, es ist ja auch so, da haben sich jetzt irgendwelche Idioten in so einem Internetforum zusammengerottet und die hetzen jetzt gegen uns. Und warum? Grundlos? Hören Sie, unser Geschäftsmodell ist juristisch einwandfrei. Ja, und was ist, wenn die Schläger wiederkommen? Ich habe dir immer gesagt, wir brauchen Überwachungskameras. Ja, dann lass welche installieren. Und am Geld soll es auch nicht scheitern. Ihre Firma scheint gut zu laufen. Ich kann nicht klagen. Wie heißt Ihre Website denn? findedeinglück.de. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man mit so einer Partnerbörse so viel verdienen kann. Was die letztes Jahr versteuert haben, also dieser Geschke und der Wollert, ist schon ganz beachtlich. Das wundert mich nicht. Wenn du auf deren Seite bist, musst du höllisch aufpassen. Ein falscher Klick und auf einmal schließt du einen Vertrag ab, ohne es zu merken, musst 300 Euro zahlen für nichts. Und die AGBs sind bei denen so versteckt, da kommst du auch gar nicht gegen an. Also rechtlich ist denen nicht beizukommen. Deswegen haben die Geschädigten wahrscheinlich auch diese Seite da im Internet gegründet. Das Forum. Ja. Ja, ich habe mich da ja mal angemeldet und als Opfer ausgegeben. Die sind schon ganz schön heftig drauf da. Du glaubst, die stecken hinter dem Angriff auf Geschke? Vorstellen könnte ich es mir. Die sind wirklich richtig aggressiv. Allerdings habe ich alle Teilnehmer überprüft und gegen niemanden liegt was vor. Kollegen, ich bin ja ein Fuchs. Und deswegen war ich mal bei der Zulassungsstelle. Einer der Mitglieder aus dem Forum fährt einen schwarzen Kleinbus. Zeig. Gut, Junge. Mhm. Patrick Hoffrogge. Ja, ich glaube, das ist der Kopf der Gruppe. Der hat das Forum auch gegründet. Tja, stecken die wahrscheinlich wirklich hinter der Sache. Mensch, dafür hast du den Kaffee verdient. Soll Mutti dir einen machen? Ja, nee, danke. Ich hatte schon einen. Tja, aber wir können ja schlecht zu diesem, wie heißt er, Hoffrogge hinfahren und ihn fragen, ob er im Geschke eins das Maul gehauen hat. Da wird er immer Nein sagen. Ja, dann müssen wir irgendwie anders beikommen. Mensch, ich bin doch schon dabei, was über diese Gruppe rauszukriegen. Ja. Au! Oh. Oh, oh. Da war die Originalunterschrift von Lukas Podolski drauf. Das gibt Ärger. Alex, kannst du nicht sagen, dass du es warst? Auf dich ist er doch nicht so wütend. Pff, ja, sicher, so weit kommt's noch. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, lass dir halt was einfallen. Oh, Frau Frogger hat angebissen. Ich bin jetzt zu den regelmäßigen Treffen der Gruppe eingeladen. Oder? Kennzeichen passt.
Das ist der Wagen von Hoffrogge. Fahr bestimmt auch. Aber der weiße Streifen, den die Frau gesehen hat, der ist nicht drauf. Gerrit! Hier. Der weiße Streifen war nur aufgeklebt. Ja. Das Kennzeichen war auch abgeklebt. Dann wollen wir mal. Was willst du denn jetzt machen? Ja, den Hoffrogge hochnehmen. Ach, Gerrit, wenn wir da jetzt zusammen reingehen, dann lässt er sich irgendeine faule Ausrede einfallen. Ich find's wirklich besser, wenn ich da alleine reingehen würde, so wie wir es abgemacht haben, undercover. Ich lasse dich da nicht alleine zu den Schlägern reingehen. Ach, Gerrit, die verprügeln mich schon nicht. Hm? Ich warte im Auto. Ja, Papa. Ich finde, das muss einfach gut geplant sein. Ich finde das nicht gut. Hallo? Wartet mal eine Sekunde. Oh, hallo. Entschuldigung. Aber wir haben noch geschlossen. Die Kellnerin ist auch noch nicht da. Oh. Ja. Ja, dann bin ich wohl versetzt worden. Alex? Ja, bin ich doch richtig. Patrick. Ah, freut mich. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Eine so hübsche Frau auf Partnersuche. Ach, hör bloß auf mit dieser Kontaktbörse. Die haben mich so reingelegt. Ich habe einfach nur diesen Button angeklickt und habe gar nicht mitgekriegt, dass ich einen Vertrag abgeschlossen habe. Ach, so ist es uns allen gegangen. Hast du schon Widerspruch eingelegt? Nee, ich habe die Rechnung ja gestern erst gekriegt und bin bis jetzt geschockt. Komm, ich stell dich mal vor. So, das ist Alex, auch ein Opfer von Finde dein Glück. Hallo. Das ist Heike, Rüdiger, Oliver und Jens. Setz dich doch bitte. Dankeschön. Ja, ich war einer der Ersten, den es erwischt hat. Bevor ich Wirt war, habe ich einige Semester Jura studiert. Und ja, Patrick, die Geschichte kennt jeder. Ja, aber Alex doch nicht. Aber rein rechtlich kommen wir denen nicht bei. Und wir werden uns aber auf alle Fälle wehren. Mhm. Ja, und habt ihr euch schon was überlegt? Habt ihr was geplant? Wir haben dann Folgendes geplant. Patrick. Die Entscheidungen, die sind noch nicht, gefallen. Ja. Ich weiß. Warte mal, sie ist noch nicht da. Ich kann doch den Laden nicht alleine lassen. Ich rufe sie mal schön an. Ah, na endlich. Okay, komm, ich bin fertig. Pass auf, wir machen das so. Ich werde dich kontaktieren über das Forum. Und dann gehen wir alles durch und ich erkläre dir die weiteren Schritte, okay? Ja, und ich verspreche es dir, okay? Wo wollen die denn hin? Und? Was hältst du von dem Haufen? Die haben auf jeden Fall was zu verbergen. Die waren so verschlossen. Außer dieser Hoffrogge. Der hat ein Auge auf dich geworfen, nicht wahr? Ja, aber ich nicht auf den. Was meinst du, sollen wir Verstärkung rufen? Ach, Alex. Keine Ahnung, was die hier wollen. Wir fahren hier mitten in der Pampa rum. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, eben. Irgendwas haben die doch vor. Was wollen die denn hier? Willst du suchen? War ein Scherz. Ah, warte kurz. Nach Pilze sammeln sieht das nicht aus. Hallo? Herr Geschke, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Okay, alles klar. Ja, wir fahren sofort los. Wiederhören. Was ist denn los? Herr Geschke, sein Nachbar hat ihn angerufen. Da läuft irgendjemand um sein Haus rum. Aber wer denn? Unsere Kandidaten sind doch hier. Vielleicht haben wir uns ja getäuscht. Oder es gibt noch mehr von den Vögeln. Auf jeden Fall ist Geschke mit seiner Frau beim Brunch. Da noch, bis er nach Hause kommt. Wir sollten da mal hinfahren. Kannst du das nicht machen? Ich würde die ganz gerne noch im Auge behalten. Und dich hier alleine lassen? Gerrit, was soll denn passieren? Ruf du dir lieber Verstärkung. Okay, aber Alex. Ja? Kein Alleingang, ja? Ja, versprochen.
Hallo, Gerrit. Ist er das? Nein, das ist Herr Lüders, der Nachbar, der angeblich was gesehen haben will. Angeblich? Was soll denn das heißen? Also war niemand hier. Absolut niemand. Wir haben das ganze Grundstück abgesucht. Hören Sie mal, glauben Sie vielleicht, ich bilde mir das ein? Ich weiß genau, was ich gesehen habe. Herr Lüders, was haben Sie denn gesehen? Diesen Kerl da. Wie sah der aus? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn ja nur noch von hinten gesehen und der ist dann gleich um die Ecke verschwunden. Und ich musste mich ja beeilen, ich musste ja Herrn Geschke gleich anrufen. Ja. Sie werden Bescheid. Herr Lüders, Sie haben alles richtig gemacht. Ja. Haben Sie vielen Dank. Okay. Und? Haben Sie ihn? Leider nein. Wenn denn wirklich überhaupt jemand da war. Entschuldigung, also erlauben Sie mal, glauben Sie, ich bin senil oder was? Herr Lüders, das hat doch niemand behauptet. Wahrscheinlich ging alles recht schnell. Also ich denke, wie auch immer. Wir haben gestern eine Videokamera installieren lassen und da können wir jetzt nachschauen. Kommen Sie. Ja, gut. Ja. Ja. Sie bleiben bitte bei meinen Kollegen, ja. Obwohl, Herr Lüders, vielleicht können Sie uns doch helfen. Kommen Sie mit. Ja. Falls wirklich was drauf ist, können Sie den Mann ja vielleicht noch erkennen. Das Ding ist noch so neu und ich kenne mich damit noch nicht so gut aus. Aber zum Glück habe ich mitgeschrieben, als der Monteur mir alles erklärt hat. Das kann doch nicht so schwer sein. Mensch, das Ding war teuer genug. Wenn du es besser kannst, bitte. Ah, hier steht's. Man muss die laufende Aufzeichnung erst deaktivieren. Da ist nichts. Was wollen Sie denn da gesehen haben? Haben Sie getrunken? Ich darf doch sehr bitten, Herr Geschke. Können Sie beide jetzt damit aufhören? Geht das, ja? Entschuldigung, ja. Also, so wie es aussieht, laufen die Aufzeichnungen seit der Installation. Wann haben Sie den Mann gesehen? Das muss so gegen 20 vor 12 muss das gewesen sein. 20 vor 12. Spulen Sie mir doch bitte vor. Ich mach das schon. Das ist er, das ist er. Den habe ich gesehen. Und dann bin ich gleich zum Telefon und habe Herrn Geschke angerufen. Okay, okay, okay. Kennen Sie den Mann noch? Wieso ist die Garage offen? Muss ich wohl vergessen haben in der ganzen Aufregung. Kommt man über die Garage ins Haus? Ja. Die Zwischentür schließe ich meistens nur abends ab. Ich bin eh immer zu Hause. Jörg, zieh dich mal vorsichtshalber um. Okay, wir sehen uns in der Garage. Kommen Sie. Die Bremslatte. Oh mein Gott. Herr Geschke, so wie es aussieht, hat es jemand auf Sie abgesehen. Also im Haus ist niemand. Hören Sie mal, wir wissen doch beide, wer das war. Diese Verrückten aus dem Internetforum. Jetzt verhaften Sie doch endlich mal jemand. Herr Geschke, wir können es doch nicht beweisen, zumindest nicht eindeutig. Rufst du die Spurensicherung? Vielleicht sollte ich doch besser hier bleiben. Nein, du hast dich doch so auf das Wochenende gefreut. Sie wollen verreisen? Ja, das war eigentlich so geplant. Mit meiner besten Freundin auf ein Wellness-Wochenende nach Kitzbühel. Aber angesichts dieser Ereignisse... Du fährst und fertig. Ich meine, ich kann alleine auf mich aufpassen. Und die Polizei sollte endlich mal ihre Arbeit machen. Glauben Sie uns, wir machen unsere Arbeit. Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Geschäftspartner? Ja, sicher, aber warum? Um meine Arbeit zu machen. Hier ist unsere Karte. Da sind wir beide mit Fotos drauf. Es gibt auch eigentlich nur einen Grund, warum diese Typen aus dem Internetforum den Geschäftspartner beobachtet haben. Die wollten ihm genau wie Geschke eine Lektion erteilen. Ja, aber Michael, ich habe sie doch im Wald gesehen. Die haben Woller zwar beobachtet, aber sie haben ihm nichts getan. Das wird schon noch kommen. Hallo. Hi. Wie ist es? Was machst du denn da? Was denn? Gib die her, Michael. Du. Zeig mal. Nee, bist du extra beim Training gewesen, hast dir eine Unterschrift geholt? Podolski, ja. Wieso? Ja, die Unterschrift ist im Leben nicht echt. Wieso? Podolski würde nie auf einer Bayern-Tasse unterschreiben. Der spielt ja doch schon ewig nicht mehr. Weiß ich doch nicht.
Ja, wird Gerrit sich wahrscheinlich freuen, ne? Der ist doch bestimmt auch von dieser Gruppe, oder? Will da einer vom Thema ablenken? Naja, aber ist gut möglich. Naja, ich weiß nicht. Ich chatte jetzt schon seit ein paar Stunden in diesem Forum. Die sind da alle angemeldet mit Foto mit ihrem echten Namen. Und der Typ ist nicht dabei. Was nicht bedeutet, Alex, dass der Typ nicht doch einer der Geschädigten der Partnerbörse ist. Wir geben das Foto auf jeden Fall in die Presse. Irgendwer wird ihn kennen. Ach, guck mal. Was denn? Hoffroger hat mir geschrieben, er will sich morgen mit mir in seiner Kneipe treffen, alleine. Alleine, Kollegin? Was geht denn da? Ja, ich weiß es nicht. Er schreibt, es ist wichtig.